Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen YouTube-Video. Mein Name ist Dr. Julia Nebeling-Reiser und heute will ich vor allen Dingen darauf eingehen, was werdende Mütter beachten müssen in der Zahnpflege während ihrer Schwangerschaft. Was ist also wichtig während der Schwangerschaft? Es ist so, dass durch die hormonellen Umstellungen während der Schwangerschaft die Mundgesundheit sehr stark vom Problem beeinflusst werden kann. Das heißt, es kann sein, dass viel, viel schneller irgendwelche Probleme mit dem Zahnfleisch entstehen. Ja, das Risiko ist relativ groß. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euer Muster, so wie ihr es vorher hattet, bezüglich Zahnarztbesuchen beibehaltet oder sogar intensiviert. Das heißt, dass ihr noch einmal mehr zum Beispiel zu einer Dentalhygiene geht. Das heißt, ihr solltet auf keinen Fall jetzt anfangen, nur weil ihr schwanger seid, den Zahnarzt zu meiden oder auch sonst irgendwelche Sachen zu ändern bezüglich eurer Mundhygiene, eurer Reinigung. Also das heißt, regelmäßige Zahnreinigung und Vorsorge sind sehr, sehr wichtig, damit eben das Zahnfleisch, was sich aus hormonellen Gründen verändern kann, entzünden kann oder auch sogar zu Taschenbildung führen kann, dass das gesund bleibt. Und dafür ist es wichtig, dass ihr eben schaut, dass ihr regelmäßig eure Zähne putzt, so wie ihr das sonst auch gemacht habt, mit den gleichen Hilfsmitteln alles gleich behaltet, aber vielleicht zum Beispiel eure fluoridhaltigen Produkte nochmal überprüft, dass ihr da auf Produkte umstellt, die vielleicht mehr Fluoride enthalten. Weil es ist ganz wichtig auch, dass ihr im Prinzip eure Zähne stärkt. Im Körper werden ja bestimmte Stoffe entzogen während dieser Schwangerschaft, Mineralien und Nährstoffe. Und die werden natürlich auch von euch noch weiterhin benötigt. Das heißt, ihr müsst immer beachten, dass hier ja noch jemand ist, der euch diese Stoffe entzieht, die für euch ja auch wichtig sind. Die Ernährung ist klar, sollte ausgewogen sein. Und natürlich auch hinsichtlich der Mundgesundheit solltet ihr diese Snacks, die ihr zu euch nehmt, auf weniger zuckerhaltige Sachen beschränken. Wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr schon Probleme mit Zahnfleischtaschen hattet vor der Schwangerschaft, auch während der Schwangerschaft diese regelmäßig überprüfen lasst, dass das nicht schlimmer wird, ja, dass ihr diese Taschenbildung sich nicht noch verstärkt, dann lieber einmal mehr zur Dentalhygiene gehen und nochmal mehr reinigen lassen, wenn ihr die Taschen nicht selber reinigen könnt. Ganz wichtiger Punkt ist natürlich die morgendliche Übelkeit oder auch das Erbrechen. Beim Erbrechen ist das Problem das, dass natürlich Säure über diese Magengeschichte, also die Säure vom Magen dann über die Speiseröhre in euer Mundraum gelangt und der pH-Wert sehr, sehr stark verschoben wird in den sauren Bereich. Das heißt, diese Säure wird auch nach dem Abbrechen, wenn ihr euch den Mund ausgespült habt, noch vorherrschen, dadurch, dass der pH-Wert stark verschoben ist in eine Richtung, die für eure Zähne nicht gut ist. Das heißt, es kann sein, durch diese starke pH-Wertverschiebung, dass dann eure Zähne viel, viel schneller angegriffen werden können, eben schneller Karies bekommen können und euer Zahnfleisch schneller erkranken kann. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass ihr dann danach wirklich sehr, sehr viel mit Wasser spült und schaut, dass ihr Produkte zu euch nehmt, wie zum Beispiel kalziumhaltige Produkte, die eben im Prinzip diesen pH-Wert wirklich wieder ins Lot bringen, wie zum Beispiel Milchprodukte. Ja, die können da unterstützend sehr, sehr wichtig sein. Außerdem ist noch zu sagen hinsichtlich der Übelkeit, dass ihr natürlich darauf achten solltet, dass ihr nach dem Erbrechen nicht sofort die Zähne putzt, sondern wie gesagt, wegen dieser starken pH-Wertverschiebung da wirklich mindestens 30 Minuten wartet, bis ihr euch dann die Zähne putzt. Auch wenn das ein ekliger Geschmack ist, dann benutzt doch einfach erstmal nur eine Spülung. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr größere zahnärztliche Behandlungen oder Eingriffe, die ihr schon geplant hattet, nicht im ersten und dritten Schwangerschaftstrimester stattfinden lasst. Also sprich, verschiebt diese Termine. Solche Behandlungen sollten höchstens noch aufgrund von Schmerzen beim Zahnarzt durchlaufen werden. Anders ist es hingegen eben, wie gesagt, mit Reinigungen und Kontrollen, die könnt ihr jederzeit machen während der Schwangerschaft, egal in welchem Trimester oder in welchem Monat ihr euch befindet. Mineralhaltiges Wasser trinken ist klar. Ihr solltet schauen, dass ihr dann auch zum Beispiel fluoridiertes Speisesalz benutzt noch zusätzlich. Da könnt ihr euch auch nochmal über dieses Salz oder auch über das Wasser nochmal Fluoride zuführen und dadurch im Prinzip das Kariesrisiko minimieren, was ja auch höher ist in dem Moment, wenn ihr im Prinzip das Problem habt, dass ihr zum Beispiel durch das Erbrechen sehr, sehr viel Säure in eurem Mund habt. Das ist alles wichtig und wie gesagt, sonst würde ich euch empfehlen, achtet da drauf, was euer Bauchgefühl euch sagt. Und ihr solltet auch, wie gesagt, nicht eure Putzgewohnheiten umstellen, auch wenn es schlecht ist, trotzdem gerne bitte die Zähne putzen. Ich weiß, dass es manchmal eine Überwindung ist, wenn man dann schon Übelkeit hat und fast vom Erbrechen die ganze Zeit ist, so in den ersten Monaten, da auch immer noch die Zähne zu putzen. Aber es ist wirklich wichtig, um da wirklich eure Zahngesundheit und vor allen Dingen euer Zahnfleisch im Griff zu haben, dass es keine Schwangerschaftsgingivitis gibt,
so nennt man das. Wenn euch das geholfen hat, dann dieses Video euch geholfen hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Schreibt mir doch gerne die Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und ich freue mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Eure Zahnfee, eure Julia.